Liebe Online-Klasse, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal für deine Prüfungsvorbereitung. Ich bin Elena Wermuth, TELG-Prüferin, Deutschlehrerin und Bestseller-Buchautorin. Ich trainiere und bereite die Menschen auf die Prüfungen, auf die TELG-Prüfungen. B2 Beruf, B2 Allgemein, B2 Pflege. Auf dem TELG-YouTube-Kanal findest du einige Videolektionen zum Thema Pflege. Wenn das dich interessiert, schau da einfach mal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Heute möchte ich dir über meinen Kurs für die Prüfung B2 Beruf erzählen und auch zeigen, wie dieser Kurs funktioniert. Schon sehr viele Schüler haben mit Hilfe meines Kurses die Prüfung B2 Beruf bestanden und sind einfach glückliche Menschen danach. Der Kurs besteht aus zwei Teilen: Theorie, theoretisches Wissen und praktisches Wissen. In dem Teil Theorie, da habe ich für dich 20 Videolektionen vorbereitet. 20 Videolektionen, wo ich dir Tipps gebe, wo ich dir alles detailliert und strukturiert alles erkläre. Außerdem in dem Videoteil findest du neue 8 Präsentationen zum Herunterladen und eine PDF-Datei zu dem Forumsbeitrag schreiben. Mit richtiger Struktur, mit richtigen Redemitteln und mit Beispielen, mit richtigen Beispielen. Du musst nirgendwo suchen, kein Internet, kein YouTube durchsuchen. Alles ist in diesem Kurs dabei. Jeder Teil der Prüfung wird von mir sehr langsam, sehr detailliert erklärt. Ich zeige dir das. Und in dem Teil Nummer 2 meines Kurses findest du Online-Prüfungen. Online-Tests, die du selbst machen musst am Computer oder am Handy, wo du jetzt meine Tipps einfach anwendest. Und außerdem in diesem Kurs gibt es Theorie, Praxis für Lesen, Hören, Sprachbausteine, mehr als 40 Aufgaben, die du immer wieder machen kannst. Und die Plattform sagt dir schon sofort, ist das richtig oder ist das falsch? Also du benötigst überhaupt keinen Lehrer, der dir das erklärt, weil die Plattform auch selbsterklärend ist. Und ich korrigiere deine 5 Forumsbeiträge. Du schickst es mir einfach als Foto per WhatsApp und ich korrigiere deine 5 Forumsbeiträge von dir, damit du maximale Punktzahl bei jedem Teil der Prüfung bekommst. Warum mache ich das? Ich weiß, dass wir sehr viel trainieren müssen, bevor wir zur Prüfung kommen. Das heißt, du solltest viel Zeit in deine Vorbereitung investieren, denn die Prüfung Deutschtest für den Beruf B2 ist eine hochkomplizierte Prüfung und steht auf der Skala der Schwierigkeit viel höher und die ist viel schwieriger als die Prüfung B2 allgemein. Übrigens, wenn du die Prüfung B2 Beruf nicht bestanden hast und auch nicht nochmal wiederholen kannst, kannst du mit mir auch die Prüfung B2 allgemein machen und vorbereiten. Da biete ich auch einen ähnlichen Kurs wie hier an. Nun kommen wir zu der Prüfung B2 Beruf. Also zwei Teile. Theorie mit meinen Videolektionen, Praxis mit der Plattform für die Prüfungen, wo du über 40 Aufgaben hast zum Trainieren. Und ich korrigiere deine 5 Forumsbeiträge. Wenn du Fragen hast während des Kurses, natürlich kannst du mir immer per WhatsApp schreiben: Elena, ich habe da Frage, ich verstehe das nicht. Und wir kommunizieren mit dir zusammen immer per WhatsApp, entweder als Sprachnachricht oder als Text, als Nachricht. Außerdem, wenn ich deine Forumsbeiträge korrigiere, gebe ich auch mein Feedback
Was könntest du besser machen? Was war falsch? Warum war falsch? Also ich korrigiere nicht nur die Fehler und sage dir, sondern gebe auch mein Feedback als TELC-Prüferin an dich. So, außerdem verschicke ich meine Bücher per Post an dich. Also das ist ein umfangreicher Kurs mit Videolektionen, mit Testplattform und mit meinen Büchern. Zwei Bücher, Sprachbausteine und flüssig sprechen und richtig schreiben, das verschicke ich dir auch per Post. Du musst nicht mehr bezahlen, du musst nicht diese Bücher bestellen. Das ist mein Geschenk an dich, damit du auch nicht nur Online-Materialien hast, sondern auch richtige Bücher in der Hand halten kannst und mit den Büchern auch lernen kannst. Die Bücher sind sehr gut, da trainierst du Sprachbausteine. Das ist auch ein Teil der Prüfung und in dem anderen Buch sind viele Übungen für die mündliche Prüfung und für die Schreibaufgaben sind sehr, sehr viele Beispiele dabei. Und da ist es sehr schön, wenn du in der Hand meine Bücher halten kannst und mit mir lernen kannst. So, nun zeige ich dir jetzt gleich, wie meine zwei Plattformen funktionieren. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreibe mir gleich hier unter diesem Video. Nach dem Kauf meines Kurses bekommst du den Zugang für 90 Tage zu meinem Kurs Deutsch Test für den Beruf. Ich klicke auf den Kurs und komme auf meine Plattform und klicke auf Kurs starten. Hier siehst du alle Videolektionen, die sind alle zugeklappt und auf dieser Seite siehst du die Lektionen in der vollen Länge. Also Testübersicht, Leseverstehen, Teil 1, Teil 2, 3, 4, Lesen und Schreiben, auf Beschwerde reagieren, Modul 3 hören, alle vier Teile hören, hören und schreiben, Erklärvideo, Sprachbausteine plus Schreiben, Sprachbausteine, Forumsbeitrag schreiben und auch hier mehrere Videolektionen über die mündliche Prüfung. Alles ist wunderbar strukturiert und wir gehen jetzt auf Leseverstehen Teil 1. Hier so beginnt mein Video. Oder wenn ich jetzt auf Kursinhalt gehe, da erkläre ich zum Beispiel, wie die Prüfung funktioniert. Ich gebe auch sehr detailliert und sehr, genau, und sehr detailliert und strukturiert. Du siehst, alle Teile gehen einfach hintereinander, ja? Und ich erkläre auf dem Bildschirm, so dass du alles siehst und dass es auch verständlich ist für dich. Schau mal, zum Beispiel hier sehen wir einen Bildschirm. Genau. So wie auch in meinen YouTube-Videos erkläre ich das sehr groß auf dem Bildschirm. Und du kannst es auch vergrößern und du kannst es einfach hier dir anschauen und mit mir zusammen lernen und auch weiterspulen oder nochmal nach hinten spulen, wenn du etwas nicht verstanden hast. Alle Tipps sind da und du kannst es einfach benutzen. Ja, hier sehen wir alle Teile lesen. Hören, Schreiben, mündliche Prüfung, Vokabel lernen, Spielwiese, Grammatik. So, uns interessiert jetzt zum Beispiel Übungsteil Lesen. Lesen. Und hier zuerst kommen Informationen, wie Lesen überhaupt funktioniert. Und hier sehen wir Lesen Teil 1, schon drei Aufgaben. Ich klicke auf Teil Nummer 1. Ich kann 15 Mal versuchen, diesen Test zu machen. Ich klicke auf Test wiederholen
Und hier sehe ich schon meine Testplattform. Ja, und hier zum Beispiel muss ich aussuchen, welche Variante ist richtig. Bevor ich diesen Teil der Prüfung mache, sollte ich unbedingt mir meine Strategien anschauen in dem Videoplattform, wo ich auch meine Tipps gebe. Ja, nicht einfach Tests machen, sondern erstmal richtige Tipps sich anschauen und notieren, natürlich, auf jeden Fall. So, und dann schreibe ich hier meine Antwort, zum Beispiel hier A, B, C, D, E. So, dann gibt es hier einen Knopf, den Test abgeben, und zwar hier ist der Knopf fertig. Ich sage noch einmal fertig und bestätige das noch einmal. Dann sagt er mir hier mit der roten Farbe, das ist falsch, das ist falsch. Nur Nummer 4 war richtig. Und wenn ich nach unten scrolle, bekomme ich Erklärungen. Warum war das falsch und warum war das richtig? Und das ist super praktisch. Ich brauche keine Lehrerin, die mir das alles erklärt, sondern ich muss das nur einfach lesen. Und ich kann auch sofort sehen, wie viele Punkte ich bekommen habe. In diesem Fall steht 3 von 15. Ich habe nur 20% bestanden und ich habe dafür 58 Sekunden verbraucht. Ja, und so mache ich andere Tests auch für Hören, für Sprachbausteine. Alles ist sehr gut vorbereitet. Natürlich möchtest du auch wissen, wie viel Zeit du für diesen Kurs benötigst. Du bekommst den Zugang für diesen Kurs für 90 Tage. 90 Tage, das sind 3 Monate. Man sollte aber circa sich 2 Monate vor der Prüfung Zeit nehmen und mit der Vorbereitung beginnen. Es geht auch 1 Monat vor der Prüfung, das geht auch. Man braucht aber mehr Zeit, um alle diese Informationen zu speichern und nochmal zu trainieren. Du siehst, du hast sehr viel Übungstests, mehr als 40 Aufgaben für Hören, Lesen, Sprachbausteine. Und du hast auch Videomaterial, meine Tipps, meine Videolektionen. Und da solltest du dir Zeit nehmen, alles bearbeiten, sich Notizen machen, sich einen Spickzettel erstellen, Spargalko. Und du solltest auch die Forumsbeiträge trainieren zu schreiben. Das alles benötigt Zeit. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen, deswegen gebe ich dir 90 Tage für diesen Kurs. Normalerweise sollte man circa 1 Monat bis 2 Monate vor der Prüfung mit diesem Kurs beginnen. Manche Schüler haben sogar 4 Tage vor der Prüfung den Kurs gekauft und die Prüfung bestanden. Das ist aber sehr unterschiedlich. Ich möchte nicht, dass du an einem Tag dich voll mit Informationen stopfst und dann alles vergisst. Lieber lass deinem Gehirn Zeit, sich auf die Prüfung vorzubereiten. Lass dir einfach Zeit, mehr Zeit für mehr Training, für mehr Verständnis, Leseverstehen, Hörverstehen, Sprachbausteine zum Schreiben. Du benötigst Zeit, ja? Außerdem hast du noch meine Bücher, die du auch studieren möchtest, wo du auch Übungen machen möchtest. Das heißt, du musst dir bewusst sein, dass du Zeit benötigst für die Vorbereitung. Am besten 1 bis 2 Monate vor der Prüfung. Natürlich, wenn du ein langsamer Lerner bist, kannst du diesen Kurs kaufen 2, 3 Monate vor der Prüfung. Das geht auch. Jetzt zeige ich dir, wie du diesen Kurs kaufst oder wo du diesen Kurs kaufen kannst und wie unsere Kommunikation weiter nach dem Kurskauf ausschaut. So, alle Kurse, alle Bücher sind auf meiner Homepage. Hier findest du
meine Kurse, und zwar hier ist Kurs für C1 Beruf, hier sind Videokurse und hier ist mein Sprachclub B2 Beruf und hier unten findest du auch meine Bücher. Bei meinem Kurs B2 Beruf musst du keine Bücher kaufen, die schicke ich dir einfach kostenlos zum Kurs dazu per Post. So, wo kaufst du meinen Kurs? Du gehst auf meine Homepage, hier findest du Deutschtest für den Beruf und da klickst du auch. Hier siehst du Prüfungsvorbereitung, Deutschtest für den Beruf. Und hier, was ist im Kurs erhalten? Hier ist die Kursbeschreibung und für wen ist dieser Kurs und so weiter. Hier gibt es den Knopf Training starten. Das ist Kurskauf, ja? Und hier musst du wählen, welche Möglichkeiten dir passen zu bezahlen. Wenn du einfach eine Überweisung machen möchtest, wähle dir bitte Vorkasse hier und dann bekommst du eine E-Mail, per E-Mail auch eine Rechnung. Hier natürlich musst du alle deine Name, Vorname aussuchen, E-Mail-Adresse, ich bestätige und so weiter. Und dann jetzt kaufen. Vorkasse bedeutet Predaplata, du bekommst zuerst eine Rechnung, die du bezahlen musst. Und dann bekommst du automatisch den Zugang zu meinem Kurs. Okay? So, also du kannst auch PayPal, Visa, Klarna aussuchen und hier bezahlen. Hier bezahlen. Aber bitte nicht vergessen deine E-Mail-Adresse, denn so bekommst du auch den Kurs. Du bekommst den Zugang zum Kurs per E-Mail. Weiter. Nach dem Kauf des Kurses bekommst du E-Mail, wo du auch mir deine Postadresse schreiben solltest, damit ich dir die Bücher verschicke. Wie kontaktieren wir weiter? Auf meiner Homepage gibt es Kontakt und hier siehst du meine WhatsApp-Nummer. WhatsApp-Nummer. Hier kannst du mir gerne schreiben, hallo, ich heiße Natascha, ich habe deinen Kurs gekauft, hier habe ich ein paar Fragen oder hier ist mein Forumsbeitrag. Genau, und genau über diese WhatsApp-Nummer kontaktierst du mich. Ja? Also hier kannst du auch mir deine Adresse schicken, damit ich dir Bücher verschicke oder auch per E-Mail. Aber meine WhatsApp-Adresse befindet sich hier auf meiner Homepage, hier unten unter Kontakte. Oben rechts findest du meine WhatsApp-Nummer. Nun hast du auch meinen Kurs kennengelernt. Ich hoffe, das war nützlich für dich. Und ich freue mich, wenn du dich mit mir, mit TELC-Prüferin, mit Deutschlehrerin und mit Bestseller-Buchautorin und mit Prüfungstrainerin, wenn du dich mit mir auf deine Prüfung vorbereitest. Ich warte sehr gerne auf deine Nachricht und wenn du Fragen hast bezüglich des Kurses oder noch irgendwelche Fragen, schreibe mir gerne entweder hier unter diesem Video oder auf meinem Instagram-Account. Da beantworte ich jeden Tag die Fragen von meinen Schülern live. Also, ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deiner Prüfung und denk dran, auch wenn du nicht bestehst, gibt es immer die Möglichkeit, Prüfung B2 allgemein zu machen. Und sei nicht traurig, lerne viel, investiere viel Zeit in deine Prüfungsvorbereitung, setze dir das als Ziel, die Prüfung jetzt in diesem Jahr zu bestehen und ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.